Viele junge Menschen fragen sich, welchen beruflichen Weg sie nach der Pflichtschule einschlagen sollen. Vom Tischler über den Bäcker bis hin zum Seilbahntechniker. Die Auswahl an Lehrberufen scheint unendlich. Abhilfe soll hier das Berufsfestival der Wirtschaftskammer Landeck schaffen. Bereits zum vierten Mal stellen rund 40 Fachbetriebe unter dem Motto Lehrberufe zum Anfassen ihre Betriebe vor. Ist für uns insofern eine wichtige Einrichtung, dass sich die Unternehmer präsentieren können und ihre Lehrberufe präsentieren. Wir wissen, dass wir die letzten Jahre rückläufige Kinderzahlen haben. Bei uns sind vor 15, 20 Jahren über 700 Kinder auf die Welt gekommen und jetzt zuletzt nur mehr 400 Kinder. Also rückläufige Kinderzahl bedeutet da rückläufige Zahlen bei den Betrieben oder bei den Lehrlingen, aber auch bei den Schulen. Und darum eben das Berufsfestival, das gestern und heute da im Stadtsaal Landeck stattfindet. Wo früher beispielsweise 1200 Jugendliche in einem Lehrverhältnis gestanden sind, ist die Zahl inzwischen auf 773 zurückgegangen. Ziel des Berufsfestivals ist es daher, Jugendliche für den Lehrberuf zu begeistern. Ich komme zu sehr vielen Betrieben hin, mache sehr viele Betriebsbesuche und da ist überall das Thema, das erste Thema, Lehrlinge und Fachkräfte. Man hört immer vom Fachkräftemangel, der resultiert natürlich über die Lehrlinge. Wenn wir keine Lehrlinge haben, haben wir auch keine Fachkräfte. Und wir sind ja eigentlich der tourismusintensivste Bezirk, sage ich immer, von ganz Tirol, mit 8,2 Millionen Nächtigungen bei 44.000 Einwohnern. Das bedeutet, dass wir sehr tourismusstark sein, aber das bedeutet eben auch, dass wir viel im Bau und Baunebengewerbe auch sehr viel Arbeit haben, sehr viele gute Betriebe haben. Und ja, der Kampf um die Lehrlinge hat eigentlich begonnen. Die Schulen versuchen auch, die Kinder in eine weiterbildende Schule zu bringen. Und mehr Unternehmen versuchen natürlich auch, Lehrlinge zu gewinnen. Wir wissen, es braucht beides. Wir brauchen gut ausgebildete, studierte Akademiker, wissen wir schon auch, aber auf die Lehrlinge darf man eben nicht verzichten. Im Bezirk Landeck können rund 90 verschiedene Lehrberufe erlernt werden. An zwei Tagen besteht nun für die Schüler die Möglichkeit, in die unterschiedlichsten Berufe hineinzuschnuppern. So lernen sie die berufstypischen Tätigkeiten kennen und können die auch gleich selbst ausprobieren. Das hat sich so herauskristallisiert und das ist, glaube ich, auch die Stärke, die wir da im Bezirk Landeck haben beim Berufsfestival, dass sich die einzelnen Sparten zusammentun. Die Installateure sind da, die Schlosser sind da, der Tourismus ist da, unterschiedliche Betriebe, die sonst Konkurrenten sind am Markt draußen, aber die sind da gemeinsam am Stand. Und uns ist es auch wichtig, dass da nicht nur die Unternehmer dastehen und den Beruf darstellen oder den Beruf erklären, sondern uns ist wichtig, dass die Lehrlinge da sind. Alle Unternehmer, das sind ca. 40 Unternehmer beteiligt, haben alles Lehrlinge mit und die Lehrlinge sollten den Schülern erklären, wie toll der Beruf ist, wie toll die einzelnen Ausbildungsstätten sein. Das machen wir über die Lehrlinge und das funktioniert eigentlich sehr gut. Neben dem Berufsfestival besteht im Herbst für die Schüler auch noch die Möglichkeit, die Berufsinfotage zu besuchen. Hier werden vor allem die Tourismusberufe präsentiert. Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere dieser Jugendliche bereits die Entscheidung gefällt, zukünftig einen Lehrberuf auszuüben.